Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Trump vor einer Eskalation gewarnt und dem Land mit Vernichtung gedroht. Wenn Teheran kämpfen wolle, werde dies das offizielle Ende des Landes sein, schrieb er auf Twitter. Der iranische Außenminister Zarif warnte Trump im Gegenzug, sein Land zu bedrohen. Die USA werfen dem Iran vor, Terrorismus zu unterstützen. Keiner wolle einen Krieg mit dem Iran, betont das Weiße Haus seit Tagen. Doch nun baut der Präsident persönlich wieder an einer Drohkulisse. Trumps Tweet an die Adresse Teherans alarmierend. Wenn der Iran kämpfen will, wird dies das offizielle Ende des Iran sein, bedroht die Vereinigten Staaten nie wieder. Schon seit Beginn seiner Amtszeit hält Präsident Trump die Führung in Teheran für gefährlich. Don't want them to have nuclear weapons. And they can't be threatening us. Ich will nur nicht, dass die Atomwaffen haben. Die dürfen uns nicht bedrohen, aber ich bin keiner, der einen Krieg will. Irans Außenminister beantwortet Trumps Tweet nicht minder deutlich, spricht von ökonomischem Terrorismus und völkermörderischem Hohn. Trump solle es mal mit Respekt versuchen, den Iran einzuschüchtern. Daran seien schon Alexander der Große und Chinggis Khan gescheitert. In Washington mahnt die Opposition, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die Spannungen vergrößern, ist es kein Wunder, dass die Lage brenzliger wird, das Risiko für eine Konfrontation steigt. Deshalb wenden sich ja unsere Verbündeten von uns ab. Deshalb sind wir isoliert. Und nicht der Iran. Während die Welt wegen der Spannungen im Persischen Golf den Atem anhält, gibt sich der US-Präsident gelassen. Trump scheint überzeugt, dass es ihm mit der ganz großen Einschüchterungskeule gelingt, Irans Führung in die Knie zu zwingen oder wenigstens an den Verhandlungstisch.